Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zum Endspiel um den deutschen Pokal und wir hoffen mit Ihnen auf ein tolles Fußballspiel. Und ich bin überzeugt, dass es ein großes Finale wird. Beide Mannschaften haben unglaublich viel Qualität. Wir müssen sie nur auch abrufen. Die heutige Begegnung, Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten ja heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Das Olympiastadion gehört mit Sicherheit zu den geschichtsträchtigsten Spielstätten überhaupt. Es wurde anlässlich der Vergabe der Olympischen Spiele nach Berlin zwischen 1934 und 1936 erbaut und wird heute hauptsächlich von Hertha BSC genutzt. Und sicherlich auch charakteristisch die blaue Tartanbahn, die regelmäßig bei Leichtathletik-Meetings genutzt wird. Und jetzt rollt der Ball. In diesem Finale im DFB-Pokal. Riesenatmosphäre wieder einmal. Heute gilt's. Es geht um alles. Wir freuen uns drauf. Klasse. Milos Veljkovic. Eggestein. Gebre Selassie. Kruse jetzt. Jetzt vielleicht. Verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Souverän gemacht vom Torwart. Gelson Fernandes. Dani da Costa. Rebic. Weg ist der Ball. Was den DFB-Pokal so besonders macht, sind natürlich immer wieder die Siegeszüge von unterklassigen Clubs. Und da gibt es etliche Beispiele, Wolf. Kleine Teams, die ins Viertelfinale, ins Halbfinale, teilweise sogar bis ins Finale kommen, die den Großen, den sogenannten Großen, ein Bein stellen. Frag nur mal die Fans in Geislingen oder in Vestenbergskreuth. Von solchen Außenseitersiegen spricht man noch Jahre oder sogar Jahrzehnte später. Rebic, De Guzman. Jetzt haben sie den Ball verloren. Kruse jetzt. Ludwig Augustinsson. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Dani da Costa. Rebic. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ludwig Augustinsson. Ludwig Augustinsson. Ludwig Augustinsson. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Sie bieten sich an. Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird's brenzlig. Gelson Fernandes. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Eggestein. Klassen. Wagfrede. Osako.
Da ist jetzt Platz. Da ist er da und hat die Flanke. Rebic. Sauber vom Ball getrennt hier. Klassen. Rebic. Philipp Kostic. Wichtiges Tackling hier. Osako. Gebre Selassie. Und Kruse. Eggestein. Könnte die Führung werden. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Hasebe. De Guzman. Gelson Fernandes. Rebic. Sehr guter Einsatz. Klassen. Keins. Jetzt können sie vielleicht kontern. Tja, Abwehr. Schöner Pass. Der Konter wird gestoppt und jetzt könnte es in die andere Richtung gehen. Gelson Fernandes. Super gemacht, den klärt er hervorragend. Ludwig Augustinsson. Keins. Klassen. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Ganz eindeutiges Foul. Klar spielt er auf den Ball, aber so darf man da einfach nicht reingehen. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. De Guzman. Gelson Fernandes. Kostic. Rebic. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Marc Frede. Keins. Max Kruse am Ball. Tolles Zuspiel. Da passt er auf und hat den Ball. De Guzman. Gelson Fernandes. Kostic. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Jetzt hat es dann definitiv jeder gesehen. Diese Aktion musste man mit Gelb ahnden. Und das hat der Referee völlig richtig entschieden. Sehr gut gesehen. Hut ab. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er kann ihn reinbringen. Da ist die Flanke. Schön gelöst. Den Angriff im Keim erstickt. Sie bekommen den Eckball und die Chance zur Führung. Da kommt die Ecke. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. De Guzman. Er überzeugt heute als Passgeber.
Abraham. Dani da Costa. Sie suchen die Lücke. Und das ist der Ballverlust. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Er nimmt ihm den Ball ab. Klassen. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Moisander. Egestein. Gelson Fernandes. Jetzt der Schuss. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Osako. Da kommt er nicht vorbei. Er verliert den Ball. Gelson Fernandes. Hasebe. Hasebe. Fängt diesen Ball ab. 2 Minuten werden nachgespielt. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Osako. Da trennt er ihn vom Ball. Gelson Fernandes. Rebic. Und jetzt der Schuss. Ganz stark abgeblockt. Ecke für Eintracht Frankfurt. Jetzt die Ecke. Da können sie erstmal klären. So, Halbzeit im Finalspiel um den deutschen Pokal. In einem ausgeglichenen Match steht es hier unentschieden. Das ist ein richtig hart umkämpftes Endspiel. Hier geht's richtig zur Sache und das ist wichtig. Es bleibt spannend. So, Teil 2 dieses deutschen Pokalfinals steht an und der Ball rollt auch schon wieder. Und unsere Aufmerksamkeit gilt direkt wieder der Partie. Klassen. Rebic. De Guzman. Abraham. Müller. Nikolai Müller. Egestein. Pass auf die Außenbahn. Abstoß, Ball war draußen. Einwurf Frankfurts. Hasebe. Rebic. Gelson Fernandes. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Vielleicht die Führung jetzt. Noch ist die Chance. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Jetzt könnte der Pass kommen. Hereingabe jetzt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Weg ist der Ball.
Klassen. Super Pass. Gute Aktion. Philipp Backfrede. Fällt das Tor doch noch. Was für eine Parade. Super Aktion. Freistoßentscheidung korrekt. Es gibt eine Auswechslung bei Eintracht Frankfurt. Ja, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Gelson Fernandes. Kostic. Flanke bleibt hängen. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Gleich hier der Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung dürfte es soweit sein. Osako. Sehr gut aufgepasst. Und jetzt gibt es Einwurf. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Sahin. Müller. Rebic. Hasebe. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Müller gibt Einwurf für die Eintracht. Abraham. Nikolai Müller. Philipp Kostic. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Rebic. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich. Was für ein Reflex. Ecke kommt rein. Das ist die Führung. Und jetzt bin ich gespannt, Wolf, wie sich das Spiel entwickelt. Was für ein Pech bei diesem Eigentor. Aber das ist das Risiko, wenn du dazwischen gehen willst, dann fällst du auch mal einen Ball. Hier nochmal dieser Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Egestein. Osako. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Müller. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Hartes Einsteigen hier, gibt zu Recht Gelb. Gute Entscheidung vom Schiedsrichter. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Super dazwischen gegangen. Guter Pass. Gute Chance. Schöner Pass. Nikolai Müller. Fängt diesen Ball ab. K-
Knapp abseits, aber das wäre auch nicht wirklich gefährlich. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ludwig Augustinsson. Jetzt Kruse. Klassi. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Jetzt die Flanke. Latte, aber die Chance lebt noch. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Beide gefährlich. Da ist das Tor. Alles wieder möglich in diesem deutschen Pokalfinale. Und hier nochmal die Wiederholung, den hat er gut gemacht. Ja, er geht da mit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig gut. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Hasebe. Rebic. Ludwig Augustinsson. Moisander. Klassen. Ludwig Augustinsson. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Klassen! Und Eckstoß. Jetzt der Eckball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Kostic. Müller. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da trennt er ihn fair vom Ball. Jetzt Kruse am Ball. Egestein. Da ist Platz. Hereingabe. Oh, ganz starke Aktion. Ja, was für eine Parade. Sonderlob an den Keeper. Das Spiel weiter offen. Unglaublich. Die Ecke kommt. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber kein Tor. Er bleibt mit einer Zerrung liegen. Philipp Kostic. Vielleicht die Führung jetzt. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Spannend ist es hier definitiv. 5 Minuten noch und nach wie vor steht es unentschieden. Gleich ist das Spiel vorbei, aber vielleicht gibt es ja vorher noch die Chance. Das wäre dann der Siegtreffer, da lege ich mich fest. Abraham. Rebic. Kostic. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Klassen. Klasse Zuspiel. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er.
klasse Aktion, Ball ist weg. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Gibt's hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Und nun ein Schuss. Da haben sie noch mal die Chance durch diese Ecke. Bei Werder Bremen gibt es eine Auswechslung, Buschi. Ja, und ich bin gespannt, wie das dann gleich auf dem Rasen aussehen wird, auch in taktischer Hinsicht. Ecke kommt. Ah, das sah also gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Das ist doch wirklich ein grandioser Anblick. Guck dir das an. Diese tollen Fans brennen vor Begeisterung. Ja, hier nimmt so ein Fußballspiel noch mal einen ganz anderen Stellenwert ein. Kostic. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Philipp Kostic. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Und jetzt ist der Ball geklärt. Schießt er ihn rein. Und den Ball hält der Torhüter fest. Jetzt gibt es Verlängerung. Nach der regulären Spielzeit haben wir noch keinen Sieger. Und jetzt läuft die erste Hälfte der Verlängerung. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Pizarro. Sie haben Platz. Da kommt die Hereingabe. Da wäre Platz für den Konter. Szene immer noch gefährlich. Könnte die Führung werden. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Die Ecke kommt rein. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Eggestein und Schein. Schönes Zuspiel. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Rebic. Pizarro. Eggestein. Klassen. Fängt diesen Ball ab. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schussversuch. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Ludwig Augustinsson. Pizarro. Nuri Sahin am Ball. Ludwig Augustinsson. Er ist heute viel gelaufen, wirkt müde. Der Zweikampf.
Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. So langsam nähern wir uns dem Ende. Jetzt gleich noch mal 15 Minuten in der Verlängerung. Hälfte 2 in der Verlängerung läuft. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Kostic. Rebic. Müller. Pizarro. Nuri Sahin am Ball. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Philipp Kostic. Da muss er flanken. Schön gelöst, den Angriff. Das ist es vielleicht. Chance lebt noch. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Groß. Da passt er auf und kann klären. Kostic. Da ist die Flanke. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. In 7 Minuten ist die Verlängerung vorbei. Tut sich noch was. Guter Pass. Muss Abschluss geben, gibt auch Abschluss. Schwache Aktion. Nur noch 5 Minuten sind hier zu spielen in der Verlängerung. Kostic. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Keins. Pizarro. Müller. Nikolai Müller. Dazwischen, das hätte es sonst sein können. Stark gemacht. Das wäre sonst eine gute Gelegenheit gewesen. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Und wenn Sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten Sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Weiter gefährlich. Da ist Platz. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Es ist ein spannendes Finale und jetzt wird es richtig dramatisch. Es folgt das Elfmeterschießen. Und jetzt der erste Elfmeter. Super gemacht.
Er zeigt keine Nerven, der Ball ist drin. Er hat alles richtig gemacht. Kein Tor. Der Elfer geht daneben. Streift durch den Pfosten. Super gehalten vor Trapp. Klasse gehalten. Da macht er einfach alles richtig ganz stark. Trapp mit der Parade. Klasse Aktion. Sehr platziert. Tor. So muss man einen Elfmeter schießen. Gut aufgepasst von Trapp. Das ist der entscheidende Moment. Wenn er den versenkt, dann haben sie es. Der geht vorbei. Das wollte er zu trickreich machen. Jetzt also lastet die komplette Verantwortung auf seinen Schultern. Mal sehen, ob er der gerecht wird. Sie holen sich den Sieg in diesem Finale am Ende durch Elfmeterschießen. Aber morgen spielt das keine Rolle mehr. Natürlich wäre da Glück dabei. Logisch. Aber Sieg ist Sieg. Das ist ein fantastischer Spiel. Super gehalten, der Elfmeter. Wow, was für eine sensationelle Reaktion. Elfer pariert. Große Momente, besondere Momente, echte Momente. Es gibt kein Drehbuch dafür. Tolle Momente. Tolle Momente, ja. Also das einmal zu erleben, da wird jeder Profi, ach, was sage ich, jeder Profi, jeder Fußballer eine Menge für geben. Da ist das Ding. Und jetzt sind alle Anstrengungen vergessen. Jetzt weißt du, du hast es gepackt. Es ist der im Moment schönste Pokal der Welt, dieser Mannschaft. Jetzt ist es soweit. Herrlich, herrlich, herrlich. Herrlich. So, jetzt geht's in die Kurve zu den eigenen Fans. Buschi. Ich genieße einfach, wenn erwachsene Männer sich wie Kleinkinder freuen. Herrlich. Tolle Bilder. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, ist, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch. Eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft.